Hallo, du schaust nach einzelnen Wanderungen und planst eine Wanderreise an die Algarve. Du möchtest eine ganze Wanderwoche oder einen 14-tägigen reinen Wanderurlaub erleben? Dann bist du hier genau richtig. Denn bei meinen unterschiedlichen Wanderungen wirst du Land und Leute der Algarve kennenlernen wie kaum ein anderer. Ich lebe seit 1993 permanent hier an der Algarve. Davon habe ich in den ersten 13 Jahren in enger Nachbarschaft mit den letzten Bergbauern der Region gelebt und dabei sehr viel von ihnen gelernt. Bei meinen Wanderungen gebe ich all mein Wissen an dich weiter, damit du einen Einblick in eine von vielen Menschen unbekannte Welt bekommst. Ja, also mir hat es rundum gut gefallen. Die Eindrücke waren fast zu viel, also das kann man gar nicht verarbeiten. Ich weiß heute gar nicht mehr, wo ich überall war. Das muss ich erst mal auf den Fundus sortieren. Konnte ja eigentlich sehr individuell jeder seinen eigenen Stil laufen. Das ist mir auch ganz wichtig, auch wenn man in der Gruppe geht. Ja, zu Fuß kann man doch ein Land auch ganz anders kennenlernen, als wie wenn man mit einem Reisebus durch die Gegend fährt. Aber das muss man wirklich selber dann erleben. Und das haben wir heute, ich sag mal, auf die beste Art und Weise. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute diese Wanderung mit dir machen, Uwe, weil wir dadurch einfach ganz viel über Land und Leute, Kultur hier erfahren aus Portugal, was wir sonst aus dem Reiseführer oder als wir als Touristen hier überhaupt gar nicht erfahren hätten, sondern nur durch jemanden, der unsere Sprache spricht und uns das erzählt. Die erste Wanderung in den Munchique-Gebirge fand ich ganz toll, weil es nicht nur Küste, man im Landesinneren was zu sehen, war sehr interessant, auch über Korkeichen was zu erfahren. Und der Uwe hat das auch ganz toll alles erklärt, fand ich immer toll. Er hat also von den Pflanzen gut Bescheid gewusst und auch von der Geschichte. Ja, als sehr positiv, also wenig Kritikpunkte, müsst ihr jetzt schon suchen. Ja, doch, hat Spaß gemacht. Es ist großartig, es macht unglaublich viel Spaß, gerade weil man nicht nur läuft, sondern weil man stehen bleibt und sich Zeit genommen wird, weil man super viel erfährt, nicht nur über die Tierwelt, also Flora, Fauna, sondern auch darüber, wie die Menschen hier früher gelebt haben, wie sie teilweise immer noch leben. Und es ist halt besonders cool, das nicht von irgendeinem klassischen Touri-Guide, sag ich mal, zu hören, sondern von jemandem, der die Leute hier kennt und der das selber alles erlebt hat. Die Wanderung gefällt mir einfach super. Na, lüg nicht weiter, ey. Nein, wir erfahren sehr viel Wissenswertes durch unseren Guide, durch den lieben Uwe. Ich finde das so angenehm, dass man nicht nur hier die Gegend runter und hochstiefelt und vielleicht mal ein bisschen nach links und rechts guckt, sondern dass man auch super Infos über Fauna, Flora, über die Bevölkerung und dergleichen bekommt. Dass das Schöne war, dass man auch die Wanderung zu jedem Zeitpunkt hat, also zu manchen Zeitpunkten hat abbrechen können, wenn man nicht mehr gekonnt hätte oder wenn man keine Lust war. Für mich war es wichtig, weil ich eine Verletzung am Knie habe, immer zu wissen, wenn ich nicht mehr kann, kann ich jederzeit in den Bus gehen und dann aufhören, für mich entscheiden, es langt. Mir hat also die Landschaft sehr gut gefallen. Du hast uns auch gute Wege geführt. Dankeschön. Ich fand es auch wunderbar, dass die Wanderungen so aufgebaut waren. Und ich könnte um diesen Küstenstreifen könnte ich noch Tage laufen und jedes Mal wieder was Neues sehen. Ich fand es sehr schön, abwechslungsreich, die Landschaft ist wunderschön, wird nie langweilig. Um jede Ecke kommt ein neuer Eindruck und ja. Es wird immer besser und immer schöner und man zieht sich nie satt. Jeder hat die schon auf irgendwelchen Fotos oder Filmen gesehen und deshalb ist man ja auch hergefahren eigentlich. Ja, sonst hätte man ja woanders hinfahren können. Ich fand die Woche sehr interessant und nicht weniger anstrengend als erwartet. Ja, es war alles in allem sehr lehrreich. Das Wetter war toll. Das selber zu erwandern, das ist eigentlich nochmal eine große Steigerung. Die anderen drei Wanderungen, die dann
dann an der Küste waren, waren also landschaftlich fantastisch. Und was ich also auch sehr schön fand, dass also jeder Biker auf sein Tempo gehen konnte und nicht von den anderen abhängig war. Der eine geht schnell, der andere langsamer. Fand ich also ganz toll gemacht. Und beim Fotografieren ist man auf seine Kosten gekommen. Die Gruppe hat immer gewartet, auch auf den letzten, der noch einen schönen Schnappschuss machen wollte. Wir sind ja keine wirklichen Wanderer, wir sind ja Genusswanderer. Und insofern hast du das gut eingeschätzt und wir sind da wirklich dir sehr dankbar, dass du uns nicht überfordert hast. Es war sehr gut organisiert, es war wirklich sehr gut durchdacht, es hat mir sehr gut gefallen, weil du dich auf uns total und gut eingestellt hast. Wie du gehört hast, so stelle ich mich auf jede Gruppe neu ein. Ob geübte Wanderer oder Genusswanderer, ich passe das Wanderprogramm und mich dem Niveau der Gruppe an. Ich hoffe, diese schönen Bilder haben dir einen kleinen Eindruck gegeben, was du alles mit eigenen Augen sehen und erleben kannst. Vielleicht haben dich auch die Kommentare meiner Gäste überzeugt, mir dein Vertrauen zu geben, um einige wunderbare Wanderungen an der Algarve mit mir zu unternehmen. Du kannst dich auf jeden Fall auf abwechslungsreiche und erlebnisreiche Wanderungen freuen, die mit unvergesslichen Naturerlebnissen gefüllt sind. Melde dich rechtzeitig an, damit dir dein Platz bei den schönsten Wanderungen an der Algarve sicher ist.